Und weil Erde halt ist, wie Erde ist, würde das bedeuten hier auch noch. Zack, zack. Jetzt habe ich gerade geguckt, ob da vorne vielleicht ein Monster liegt. Das wäre hier ja auch. Da, 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 da. Ah, na, so wahrscheinlich nicht. Ah, da vorne ist ein Monster. Nämlich ein Skelett und deswegen ergreife ich mal die Flucht und flüchte in meine Burg. Da ist ja noch ein Skelett. Da ist schon wieder ein Zombie. Ah, Jungs, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Ja. So. Aua. 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 Blödi. Was sollte denn das jetzt gerade? Okay. So, was ich auf jeden Fall machen wollte, aber das passt dann ja nicht mehr so richtig 100%, wäre zu sagen, das hier ist natürlich doof, weil die Brücke liegt ja auf Erde auf. Es sei denn, ich hätte da eine Schotterpiste hingemacht. So, auf jeden Fall. Aber das wäre ja viel zu lang dann. Das sind es ja bei weitem nicht fünf. Nee, da machen wir das anders. Da machen wir das wirklich anders. Da machen wir das so, dass wir sagen, hier an der Stelle ist die Erde weg. So, und da haben wir für uns. Habe ich Stein dabei? Nein, habe ich nicht. Aber den kriegen wir ja ganz schnell. Ich brauche hier nur gar nicht so viel. So, so. So, so, so. Das ist ja eh nicht schlecht, weil ich wollte ja eh ein tiefer sein. Dann können wir die Erde hier, also den Stein hier auch gleich wegmachen. Kommt auch das Pony hier unten durch, oder der Esel, oder der Muli, oder wie auch immer man ihn nennen möchte. Oder das Einhorn. Meisenesel. Gut, ein Muli halt, ein Maultier. So. Die Menge an Steinen sollte uns auf jeden Fall reichen, aber jetzt habe ich halt quasi schon eine Kleinigkeit erreicht, die ich vorher erreichen gewollt hätte. Nicht hätte, sondern die ich wollte. Wollte, räte. So, nämlich, dass wir hier sagen, du kommst hier hin, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Das heißt, wir haben hier unten quasi so eine Art Mauer. Von mir aus auch mit Einfassung. Oh, da muss ich auch noch hin. Zack, zack, zack. So. Und dann ist das hier aber wieder weg. Axt ist hier. Mal dich wieder weg. Kommt da wieder Erde rein. Erde. Erde wäre da. Zack. Und bum, 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 bum. So, und dann haben wir unsere Zugbrücke. Und die kommt einfach auf ein Ding. So. Für eine Zugbrücke brauche ich natürlich auch noch Seile. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Apropos, da oben muss ich auch noch was korrigieren. Fällt mir da gerade auf, wenn ich da so hoch gucke. Das machen wir jetzt gleich, sonst ist es nämlich wieder vergessen. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. So, dann kommst du weg.
Gehen wir hier hoch, sagen wir hier Inventar, sagen wir hier Tröpfchen, sagen wir hier Fluff, sind wir zufrieden. Und Geronimo. Aua. Okay. So. Und was wir hier jetzt noch machen können. So, das eine ist halt wirklich, dass wir hier... Da lasse ich's. Aber hier müssen wir quasi den Hang abtragen. So, und was noch ein bisschen geckiger ist. Also hier ist einer, das heißt, da geht's weiter. Den können wir auch noch wegnehmen. Dann müssen wir den hier natürlich auch wegnehmen. Und es ist kein Problem, dass das jetzt so gerade aussieht, weil das ja etwas ist, was künstlich angelegt wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich, mehr oder minder. Da war halt wieder so ein Andy da, der halt alle möglichen Blödsinn gemacht hat, aber hier ist es halt wirklich... Richtig, so. Dann können wir hier nämlich auch noch sagen, wir könnten eigentlich auch Schotter reinlegen. Habe ich noch Erde, Erde, so, wo sind denn meine 17? Ah, die sind weg, gut. Vier, So, der... zieht dann halt darüber. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Na, komm mal her, du Erde. So, zack, zack, zack. Da. Und dann hätten wir das. So, dann kämen wir quasi hier raus und dann würde man üblicherweise darüber laufen. Dann brauchen wir aber den da auch noch. So, was ich jetzt am Überlegen bin, ist, wollen wir einen Schotterweg machen? Wir könnten 1, 2, 3. So. 1, 2. 3 und dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ah, da hätten wir noch 3. So, warum will ich hier einen Schotterweg? Weil wir kommen ja direkt von der Burg weg, dann sieht es ein bisschen imposanter aus und das kann sich dann ja gegen später verlaufen. So. Ah. Das sind aber nur zwei jetzt. 1, 2, 3. Ne, 1, 2, 3. Nee. Das passt schon alles. So, die Frage ist nur, habe ich überhaupt irgendwo irgendwelchen Schotter? Hab ich Kies? Erde. Erde. Diorit, Andesit. Erde, okay. Das heißt, wir müssen wirklich wieder reingehen. Cheerio. Und dann schauen wir mal, ob wir hier Diorit Kies. Oh jo, ist ja richtig viel, du. Okay. Also, wir müssen Kies jagen gehen.
Mehr kann sich dieses arme Königreich leider nicht leisten. So, und da hinten würde sich der ganze Spaß dann irgendwie ein bisschen verlaufen. Aber das wäre halt dann irgendwie dahinter. So. Und der Hang hier, der wird halt weiter abgehen. Da können wir die Gelegenheit eigentlich mal nutzen, um die Erde hier noch weiter abzutragen. Ja, das war's auch mit den Schaufeln. Die andere Seite ist ja auch noch was zu tun. So. Da haben wir Leitern, da haben wir Gleise, da haben wir Erde. Bam, 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 bam. So, da halten wir Kopfsteinpflaster. Das muss ich hier jetzt nicht haben. Die scheiß Blümchen brauche ich auch nicht. Den Weizensamen auch nicht. Das brauche ich auf jeden Fall. Und Stein. So, dann machen wir noch ein paar Schaufeln. Eins, zwei, drei, vier. Die brauchen wir ja. Es ist schon wieder Nacht. So eine Kacke. So, das heißt, wir schmeißen uns nochmal ins Bett. Und dann schauen wir nochmal, dass wir hier vielleicht ein bisschen was von den Steinchen gebacken kriegen. Weil wenn ich jetzt hier auf die Zeit schiele, dann bin ich schon fast wieder am Überlegen, ob ich nicht sage, ich mache ein Nickerchen. So, und was ich jetzt auch gerade am Überlegen bin, ist... ob wir die Festung unten nicht mit Obsidian ausstatten wollen, einfach weil es stärker ist. So. Irgendwo da unten sind auf jeden Fall Monstren. Mich würde echt mal interessieren, wo. Ich hoffe ja nicht, dass unter der Burg irgendwie eine Höhle ist. Ich meine, abgesehen von den künstlichen, die ich selber gemacht habe. Wobei die künstlichen ja gut ausgeleuchtet sein sollten. So, also. So, dann wollte ich hier ja noch eine Erde hinhaben. Also das hier ist quasi... Das sind quasi die Erdklumpen, die halt so runterrieseln. Ja, da muss da wahrscheinlich auch noch einer hin. Genau. Weil Erde ja immer so ein bisschen nachgibt. Und obwohl wir das jetzt so gut wie möglich befestigt haben, ist es halt so. So. Gut. Und das bedeutet dann aber auch... So, da ist unser Steinbruch. Zudem müssen wir es eigentlich auch abschüssig haben. Ja, da haben wir ja das Hüttchen. Da weiß ich auch noch nicht so genau, wie ich das mache, was ich da mache. Aber da gäbe es zumindest dieses Hüttchen. Gibt es Kiestreppen eigentlich? Ich frage für einen Freund. Ah, das ist schon schäbig. Da müsste ich vielleicht ein bisschen terraformen. Gut, aber für den Anfang soll es das gewesen sein. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein hübsches Brückchen.
Und wir haben einen hübschen Graben. Wobei ich da vielleicht sogar... Den würde ich eigentlich fast mit Wasser füllen wollen. Da muss ich mir halt überlegen, was ich mit dieser Grube hier mache. Ich meine, 1, 2, 3, 4... So rum, 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre genau die Distanz. Das heißt, hier müsste ich für den Steinbruch... Ja, da ist halt der Steinbruch. Da könnten wir uns eigentlich fast überlegen, oder? Und da hätten wir ein Huhn. Hallo Huhn. Willst du vielleicht mal ein Ei scheißen, bitte? Nicht? Ach, wie schade. Okay, also, wie gesagt, das könnte man eigentlich machen. Dann würde ich halt das Ding hier ein bisschen weiter rausziehen. Da müssten wir uns überlegen, wie wir das mit dem Steinbruch kombinieren. Dass wir den vielleicht eigentlich ein bisschen weiter nach hinten verlegen. Und dann vielleicht einen Weg am Wehr lang. Ich weiß es noch nicht so genau. Ist vielleicht auch nicht ganz so clever, den Steinbruch da in der Nähe zu haben. Naja. Gut, wie auch immer. Ich denke, ich mache jetzt mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich bedanke mich an der Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Man sieht sich, freut sich und überhaupt und sowieso. Juhu. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Zeit. Auf Wiedersehen.